Und damit, hey Leute, was geht ab? Hier ist hier euer Lil Polaris mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar bin ich wieder back auf OP-Sucht. Wenn ihr schon mal die Zeit passen wollt, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren und nichts dazu verpassen. Gerne Daumen nach oben da lassen, Leute, würde ich ebenso freuen. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein, wir schnacken nicht lange und let's rock. Gut, es hat sich jetzt doch einiges verändert, seitdem ich hier nochmal drauf war. Ich war hier auch nicht mehr aktiv drauf, hatte aber auch seine Gründe. Ihr seht, ich habe schon wieder ordentlich Geld auf der Tasche, aber ich habe hier die ganzen Items, wo ich eigentlich für die Freundin hatte, wo ich schon ein Video drüber gemacht habe, habe ich jetzt verkauft, weil das Ding ist, die ist einfach nicht mehr am Start. Ich habe sie zumindest mal nicht mehr gesehen. Ich kann es euch gerade auch mal zeigen, slash Freunde. Gesehen am 21.07. um 19:08 Uhr, das ist schon eine deftige Weile her, das sind schon über 20 Tage und ich denke mir halt an der Stelle, macht es keinen Sinn, die Items weiter für sie aufzubewahren. Das war eine nette Geste von mir gemeint gewesen, aber das habe ich dann ja im Endeffekt doch nicht eingesehen, das Ganze zu behalten. Ja. Und man kann richtig gut Geld verdienen, ist mir aufgefallen, indem man die Double Chests voll macht. Dieser Minion ist richtig gottlos geworden. Seitdem OP-Sucht das letzte Update rausgebracht hat, was es für den Server gab, sind die Dinger so gottlos geworden. Guck mal, das ist alles, was man jetzt nur noch hier rausbekommt. Oh, scheiße, jetzt habe ich den Taucher gemietet. Das wollte ich gar nicht, Mann. Das kriegst du, wenn du einen Endarbeiter beauftragst. Und das für den Netherarbeiter. Es ist so lächerlich. Ich sag euch ehrlich, da lohnt sich das Geld nicht, was man da rein investiert. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen traurig, weil ich Geld rein investiert habe in den Taucher. Weil das ist auch so wirklich Müll, was man da reinhaut. Guck mal, wie wenig Items das nur noch sind, was man da bekommt. Ich hatte zwar immer sehr viele Items hier gelagert gehabt. Ihr seht, das hier unten ist nur noch den Rest, den ich habe, bevor das Update rauskam. Weil so hattest du wenigstens die Möglichkeit, dass du dir hier etwas ansammeln konntest oder dass du großartig farmen gehen musstest. Ich glaube, das hat denen aber dann nicht gepasst. Die haben wahrscheinlich auch die Videos gesehen und haben sich gedacht, okay, nein, so können wir das nicht weitermachen lassen. Dann werden wir die so anpassen, dass die etwas gebalanced werden und dass halt einfach die Leute wirklich farmen gehen müssen und so weiter. Ansonsten lohnt sich das Ganze nicht. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin da echt kein Fan davon, muss ich sagen. Also Farm ist schon nice und so weiter, ist klar. Aber du musst halt dafür selber dann in Höhlen gehen, musst das Ganze ausleuchten. Und der andere Nachteil ist halt, es wird halt immer wieder resettet. So an diesen, an dem Datum, wenn es fällig ist. Und das ist so eine Stufe, da sag ich so persönlich, Bro, warum mussten die das jetzt so machen? Ich meine, klar, vielleicht denken sie so, ja, das Projekt wäre halt damit etwas tot, wenn man halt die ganze Zeit nicht dafür farmen geht. Also, so wie das andere Leute getan haben. Aber ich denke mir so an der Stelle so, Bro, dann lass doch den Leuten die Möglichkeit, dass die sich das selber so finanzieren können. Wenn du dafür Dollar reinhaust und so weiter, ist ja nicht schlimm. Ich meine, was ist denn daran fatal oder was wäre daran falsch, das da rein zu investieren? Ich meine, die Spieler können ja machen, was sie wollen. Das ist ja relativ egal. Wisst ihr, wie ich meine? Und diesen Punkt kritisiere ich auch sehr, sehr stark, weshalb ich auch eher so aufgehört habe, OP-Sucht zu spielen. Weil das Ding ist halt einfach so, ja, mein klar, vielleicht wollten sie einfach damit eine Grundlage schaffen, dass es heißt, hey, da kauft sich einer die ganze Zeit irgendwie so Ressourcen und geht dafür halt nicht mehr in die Farming-Welt. Und das fanden die vielleicht einfach too much, vor allem weil wahrscheinlich nicht nur ich das gemacht haben werde, sondern auch andere Leute und die dann eben gesagt haben, no, das kann so nicht weitergehen und so und das passt denen irgendwie nicht in den Kram rein. Wäre ja alles nicht so das Problem gewesen, aber das Ding ist, ich denke so, die meisten Spieler werden trotzdem deswegen ziemlich angepisst sein, weil das Ding ist halt, du musst halt wirklich dann in die Farming-Welt gehen und musst halt stundenlang für die ganzen Items suchen und so weiter, musst da halt unterirdisch reingehen. Hast noch gefühlt eine Horde Mobs an dir kleben, weil die ja in den Höhlen chillen und alles und musst dir sozusagen Zeit für das Ganze nehmen. Hier konntest du, also ich erkläre mal euch die Meta, wie das so gewesen ist. Wenn du quasi eben, habe ich gerade was gehört?
Wenn du eben diesen Arbeiter nur so hier losgeschickt hast, also so wie ich das gemacht habe, dann hast du so 4 Stunden gewartet. Also 4 Stunden hast du einfach bis kurz reingegangen, hast den Arbeiter beauftragt, bist dann wieder offline gegangen, hast vielleicht noch ein bisschen was gemacht, deine Ressourcen verarbeitet, so wie ich das gemacht habe, und bist dann wieder offline gegangen und so. Und ja, dann war das ja auch alles in Ordnung gewesen. Du hast ja dafür dein Geld bezahlt. So ist es. Und jetzt ist es irgendwie so, dass die Funktion halt schwächer gemacht worden ist quasi. Also auf dem momentanigen Level, wo zum Beispiel mein Minenarbeiter ist. Oder auch eben... ja, wen habe ich sonst noch beauftragt? Ich glaube, ich habe... Nee, ich habe nur den Minenarbeiter beauftragt. Auf dem momentanigen Level, wo der Minenarbeiter ist, ist halt wirklich weg. Weil das Ding ist, du kannst mit dem halt nicht sehr viel anfangen. Weil das Ding ist halt, du kriegst halt nur so Ressourcen raus und das ist halt low und das Ding ist, du müsstest halt wirklich legit für die Items haben gehen, vor allem weil das immer höher gestackt wird. Für, wie soll ich sagen, so diesen für diesen Preis, wo du es halt quasi reinstecken musst, um ihn zu upgraden, weil du zahlst ja Diamanten, um ihn zu upgraden, so wie ich das gelesen, also wie ich das gesehen habe. Dann upgradest du den und dann anschließenderweise geht's halt immer weiter nach oben. Du musst immer mehr Dias zahlen und das ist too much, vor allem wenn du dann halt nur so Müll rausbekommst. Ich kann euch gleich mal zeigen, wie weit mein Minenarbeiter ist. Aber ich sag euch ehrlich, ich finde das Frechheit. Also, mit dem letzten Update hat OP-Sucht irgendwie sich selber so in die Kritiktasche gestellt. Klar, vielleicht wollten die einfach nur, dass die Leute halt mehr farmen gehen und so. Und halt nicht die ganze Zeit so auf chillig hier so da rumchillen und dann halt einfach andere Sachen machen und dann eben, ja, wie schon gesagt, einfach die Items so bekommen, weil auf der anderen Seite ist ja halt krass, weil du kannst die Items ja verkaufen, du kannst die Items mit den ganzen Leuten traden und so und kannst auch Dinge verkaufen, was ich auch am laufenden Band gemacht habe. Ich habe ja die ganzen Sachen, zum Beispiel wie Redstone oder so, habe ich auch mal an jemanden verkauft hier auf dem Server, darf man ja auch. Aber vielleicht war das denen irgendwie zu viel, dass die Wirtschaft da so in Kritik geraten würde, weil halt die Items nicht mehr, weil die halt sehr viel im Umlauf sind und du dir halt sehr viel davon anschaffen konntest, wie ich das zum Beispiel, wie ich schon gesagt, gemacht habe. Und ich meine, klar, ich verstehe die da auch teilweise, aber zum Teil denke ich mir auch nur so, warum nimmt man jetzt halt den Spielern die Möglichkeit weg, dass man quasi an zahlreiche Erze kommen könnte, ohne wirklich dafür farmen zu gehen. Das Ding ist, vielleicht gibt es halt Leute, die haben halt nicht wirklich die Zeit dafür, sich die ganzen Erze zu farmen und wollen halt gucken, dass sie da einfach, wie soll man sagen, ja, dass die da einfach auffüllen können, dann einfach ihr Ding machen können, egal was sie mit dem Erz vorhaben, ob sie es verkaufen, ob sie damit was bauen oder whatever. Aber ich verstehe halt nicht diesen Punkt, warum man dann den Leuten die Möglichkeit nimmt, hier Erze zu farmen. Also ich verstehe das halt einfach nicht. Also wenn man keine Zeit hat. Und das ist so ein kleiner Kritikpunkt, den habe ich halt eben diesbezüglich einfach nicht verstanden. Ich habe das dann mal probiert, weil es sind wieder andere Sachen dazugekommen. Dann war das eben so gewesen. Dann habe ich danach mal geschaut. Und dann habe ich es einmal ausprobiert. Ich habe es jetzt nur nochmal angefordert, um euch das zu zeigen, unter anderem. Und fand einfach, es überzeugt mich nicht. Es ist einfach wirklich legit Müll gewesen. So wie ihr das hier gerade seht mit den ganzen Erzen. Wo du so quasi, du hast den einmal beauftragt, dann ist der für 4 Stunden arbeiten gegangen und du hast so Erze rausbekommen. Und haufenweise Dias und alles. Oder Dia-Erze. Mein Dia-Erze hast du nicht unbedingt immer viel bekommen, aber es war schon eine gute Ausbeute. Auch so Dias kamen da manchmal mit rein. Und das war völlig in Ordnung. Das war nicht zu stark gewesen. Die Leute hatten zahlreiche Erze und konnten damit machen, was sie wollten.
Und alles war ja gut gewesen. Aber jetzt denke ich mir nur so, okay, ihr habt einfach die Möglichkeit genommen, dass man einfach, also man nimmt einfach den Spielern die Möglichkeit, einfach zu farmen, so mäßig. Beziehungsweise, okay, man farmt ja nicht selber, aber ihr wisst, wie ich meine. Also, dass man halt sagt, okay, man stoppt das Ganze so mäßig, schiebt dem Riegel vor und sagt, okay, nein, so kann das nicht weitergehen. Finde ich irgendwo too much, weil ich mir so denke, ja, wenn du nicht die Zeit hast, weil du hast ja nicht jeden Tag 24/7 Zeit, um das Ganze zu farmen, dann denkst du dir so, ja, es ist mitten unter der Woche, dann schicke ich den halt los, dann gehe ich später nochmal ins Game rein und dann hole ich mir das ganze Erz ab, tue das hier abbauen und dann tue ich es für meine Zwecke benutzen und alles, was ich damit machen möchte und so und gut ist. Und das fand ich immer okay. Also es war nice gewesen, solange es angehalten hat, aber dadurch, dass ein neues Update reingebracht worden ist, dann wieder so die Minenarbeiter und auch jetzt, was weiß ich, der Taucher reingekommen ist, muss ich sagen, auf dem aktuellen Level ist das halt wirklich Schmutz. Das ist halt echt nicht mehr tolerierbar. Ich finde es nicht in Ordnung. Also, ich meine, klar, vielleicht wird es da manchen von euch da draußen geben, die werden wahrscheinlich darum gebeten haben, dass das reinkommt, weil sie es unfair fanden, dass wahrscheinlich manche mehr Items besitzen als sie selber. Und das kann ich auch nachvollziehen, stückweise. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch mega low, zu sagen, ja, man tut jetzt diese Funktion raus, weil es manche Leute als unfair ansehen oder so. Das Ding ist, jeder hätte ja von dieser Möglichkeit profitieren können, quasi die ganzen Sachen daran zu holen. So ist es auch wieder nicht. Also, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin etwas enttäuscht davon, dass es so jetzt gestaltet wird. Ich meine, klar, ich kann es jetzt im Endeffekt nicht ändern. Selbst wenn ich da jetzt rummäkeln würde, würde es im Endeffekt nichts ändern. Aber es hat mir auch so einen kleinen Kritikpunkt gegeben an dem Server, ob ich wirklich noch weiterspielen möchte. Klar, es gibt noch Projekte, die ich noch umsetzen könnte. Dann gehe ich halt für Holz farmen. Könnte ich ein riesiges Video machen, wo ich halt richtig gut Holz verscheuern kann. Ich weiß auch schon, welche Holzart richtig viel Geld gebracht hat. Habe ich vorher ja gesehen. Aber das Ding ist halt einfach, es ist halt mega, mega wack, muss man dazu sagen. Also es ist wirklich mega, mega wack, dass es jetzt so umgesetzt worden ist. Es ist halt so eine Sache. Aber ja gut, das müssen die von OP-Sucht selber wissen. Also der Admin und auch die Supporter müssen selber wissen, wie die halt mit dem Server umgehen wollen. Ich finde es jetzt keinen kühnen Schachzug, ich finde es auch nicht in Ordnung irgendwo, aber müssen die wissen, wie die das halt natürlich regeln. Also für mich ist es so ein kleiner Kritikpunkt, ob man darauf jetzt hören möchte oder nicht, das ist halt immer noch denen überlassen. Aber wie schon gesagt, ich denke, die werden nichts daran ändern, weil, wie schon gesagt, jetzt ist eben so diese Funktion weg, dass du halt quasi sehr viel an Erze in kürzester Zeit innerhalb eines Tages regenerieren kannst. Und dadurch musst du natürlich halt selber in die Farmwelt und musst dir dein Zeug farmen. Es ist halt klar, vielleicht ist es der Sinn des Servers und so weiter, auch der Sinn, wo die meinen, wo es am besten wäre. Aber ich muss sagen, also ich bin nicht zufrieden damit. Es nimmt einem so mäßig den Spielspaß auch etwas weg, weil man einfach so denkt, okay, ja, in der Zeit hätte ich halt einfach was anderes machen können. Zum Beispiel, während der für mich Erze holt, kann ich zum Beispiel in eine Farming-Welt gehen und kann mir zum Beispiel Ressourcen für mein Haus holen. Da muss ich die Ressourcen schon nicht alleine farmen gehen. Also wisst ihr, wie ich meine? Also so, dass ich die Ressourcen so mäßig alleine farmen müsste. Ja. So ist das. Aber naja, ich tue noch meine Restbestände hier raushauen und dann wäre es das eh gewesen. Aber ich zeige euch gerade mal, wie viel das kostet an Diamanten, wenn du jetzt quasi, also wenn ich jetzt den Minenarbeiter aufwerten wollen würde oder ob sie die Preise angepasst haben.
was ich weniger glaube, dass die die Preise angepasst haben werden. Weil das macht ja nur Sinn. Warum sollten die die Preise anpassen? Minenarbeiter? Hä, haben die Dings? Ach, du kannst jetzt zahlen dafür, dass du, du kannst jetzt, dafür zahlen. Also, ja, tschüss, Digga, warum muss man so hart übertreiben? Also, du musst keine Dias mehr dafür zahlen, wenn du ihn upgraden willst. Aber es kostet dich entweder 50.000 Dollar, um ihn upzugraden, oder 9, was steht da? 999 Millionen 999.999 Kristalle kostet dich das, wenn du den upgraden willst. Was ist das denn? Das ist ja echt ekelhaft. Itemwert plus 4. Pandau minus 2. Bro, es ist ja echt Schmutz. Bruder, du zahlst einfach mehr. Digga. Ja, tschüss, Digga. Bin ich reich oder was? 1,5 Millionen Dollar, Digga. Als ob jemand das zahlt. Ja, genau. Als ob jemand so viel Zeug zahlt, nur um den zu verbessern, das ist ja echt, nee. Nee. Also das ist zu teuer, ganz ehrlich. Da sieht man einfach nur so, du kannst einfach mit einem Kauf kannst du einfach alles abziehen, Digga. Es ist so eklig, nee. 500.000. Das ist sowas von gemein. Boah, nee. Also das finde ich echt wirklich gemein. Also das finde ich echt nicht gut, Leute. Also ich bin an der Stelle echt raus. Ich überlege mir, ob ich nochmal in OP-Sucht reingehe oder nicht. Also, ich bin an der Stelle raus, Leute. Vielleicht mit der letzten Folge von OP-Sucht. Ich schwöre euch, also die Preise, das geht gar nicht. Ich hoffe, euch hat es mir gefallen, trotz allem dem. Genau, Button und Glocke aktivieren und nichts dazu verpassen. Geld auch noch unten da lassen, würde ich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, nächstes Mal kommt da mal Geld durch. Du würdest sagen, euch noch einen wunderschönen Tag an der Stelle. Haut rein. Und bis zum nächsten Video, Leute. Ciao, ciao.